Ja, ihr wisst, was kommen musste nach dem Promopack. Das Premium-Promopack. Es ist in einem richtig hässlichen Kotzgelb. Und es ist arschteuer. Ich bin es ja gewohnt, für die Premium-Packs echt Geld zu lassen. Aber Hideas von Teros, ich weiß nicht warum, aber das ist echt teuer. Deshalb, das ist das. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Gucken wir mal nach. Okay, da haben wir ein Token. Auf diesem Token ist ein Code. Und unsere erste Karte ist durchgebrannter Dampfzippler, 2 Mana 1-1 Off-Center. Immer wenn ein roter Zauberspruch gewirkt wird und falls weniger als 3 Marken drauf sind, kriegt er eine Marke. Man kann 3 Marken runternehmen, um 3 rote Mana zu kriegen. Ja, aus Ding. Grey Merchant of Asphodel in Foil. 5 Mana, 2-4. Wenn ihr ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner x Leben und ihr bekommt x Leben, wobei x die Anzahl an Schwarz ist, Hingabe an Schwarz ist. Ja. Ja. Commander Staple. Und Grabschänder Lamia. 5 Mana, 4-4, Lifelink. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, durchsucht man nach einer Das Deck nach einer Karte legt dir in den Friedhof. Zaubersprüche, die du aus dem Friedhof wirkst, kosten 1 Mana weniger. Das hat mich Geld gekostet. Und zwar richtig. Ja, dann müssen demnächst erstmal wieder günstige Booster kommen. Das ist nämlich ein super, super harter Tiefschlag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.